Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mittelerde Mordors Schatten. Noch sind wir bei 0% und haben 11 Minuten erst storytechnisch gespielt. Deshalb lass uns direkt ins Spiel zurückgehen. Jetzt mit den ersten Gemetzeln. Er babbelt immer, wenn es mal rein ins Spiel geht. Wenn du meinen Geliebten auslieferst, werde ich aussagen, Askon in Notwehr getötet zu haben. Dann werden wir beide unser Leben für Gondor opfern. Ja, natürlich. Niemand wird hier geopfert. Wir erneuern erst den Turm. Das haben wir schon beim letzten Mal gelesen, glaube ich sogar. Das Erneuern von Schmiedetürmen schaltet die Erinnerung des Geistes frei. Dies schaltet neue Aufträge und Sammelstücke auf der Karte frei und du erhältst zusätzlich auch Mirian. Los geht's! Lass mich in Ruhe, blöder Geist. Und unser erster Kampf. Kann man seinen am Narchost übersehen, hä? Den Fehler kann ich beheben. Bei deinem Gesicht kann ich nur den Tod dir beheben. Eliminiere die Uruks. Wir sollen erstmal Bogenschießen üben. Jetzt haben wir keine Elbengeschosse mehr, also gehen wir in den Nahkampf. Ein mächtiger Angriff mit dem Bogen können wir gerade nicht machen. Aber wir können Geisterbetäubung machen, natürlich. Vier gegen eins ist ein bisschen unfair. Allerdings nicht für uns. Lass die Menschen in Ruhe. Du Schwächlinge, guck dir an, wie du aussiehst. Schön geblockt. Und jetzt sind wir im 1 gegen 1. Jawohl. Und bam. Die ersten Uruks sind besiegt. Und da kommt, wer ist das denn? Hör auf, mich zu schlagen. Was geht mit dir? Oh, was ist mit dieser Hand? Was will der Geist uns sagen? Der Mann hat Probleme. Wir sollen ihn aufheben und dann verhören? Was bedeutet das? Wir nehmen ihn und verhören ihn. Was weißt du über die schwarze Hand des Zaubers? Dämon! Aus dem Nichts geschaffen! Was noch? Ich hatte einen Sklaven, der schwört, er hat ihn bekämpft. Hab ihn verkauft für ein Fass voll Grog an Gimub, den Sklaventreiber. Dies sind die Hauptmänner von Saurons Armee. Sie erscheinen dir als Schemen, da du ihre Identität noch nicht kennst. Drücke X, um fortzufahren. Wenn du Feinde verhörst, erfährst du wertvolle Informationen über diese Hauptmänner. Drücke X, um die Identität eines Hauptmannes, dieses Hauptmannes zu erlernen. Gimub, der Sklaventreiber. Du hast Gimubs Identität erfahren. Dies würde dabei helfen, ihn zu finden. Sein Titel, der Sklaventreiber, verrät dir etwas über seine Position in der Gesellschaft der Uruks. Er ist ein altgedienter Hauptmann mit der Macht 3. Zudem hast du seinen Machtrang erfahren. Dieser verleiht dir einen Eindruck darüber, wie schwierig es sein würde, ihn zu besiegen. Der Machtrang bestimmt ebenfalls die Belohnung, die du für den Sieg erhältst. Belohnungen erhalten Ruhen, um deine Waffen aufzuwerten und erhöhen deine eigene Macht, wodurch du neue Fähigkeitsstufen freischalten kannst. Das Ziel befindet sich hier. Hauptauftrag. Der Zielmarker auf der Karte zeigt dir an, wo du diesen Hauptmann finden kannst. Oh yeah. Status hoffe, dass bald ein Sklave zu fliehen versucht.
will ein Exempel statuieren. Ja, mein Freund. Ziemlich arrogant von dir. Wir werden uns früher oder später um dich kümmern. Dann soll das unser Ziel sein. Früher wird es wahrscheinlich werden, weil ich würde sagen, dass wir direkt zu ihm gehen werden. Seine Gedanken sind es, die nicht lügen. Einführung, Aufträge. Goldene Symbole setzen die Haupthandlung fort. Rote Symbole zeigen Machtkämpfe an, bei denen Uruks einander bekämpfen, um ihr Ansehen zu steigern. Belohnung Macht, um neue Fähigkeitsstufen zu freizuschalten. Weiße Symbole repräsentieren Nebenmissionen und Sammelstücke. Belohnung Mirian, um Verbesserungen zu kaufen. Dir stehen zwei Hauptaufträge zur Verfügung. Der Sklaventreiber. Rette die Menschen in Mordor und finde die schwarzen Hauptmänner. Oder der Geist von Mordor. Erfahre mehr über die Gesellschaft der Uruk, um Saurons Armee aus dem Inneren heraus zu zerstören. Da wir jetzt den ersten Hauptmann eben gesehen haben, werden wir zu dem Sklaventreiber gehen. Aber vorher... Nichts ergibt mehr Sinn. Es hat sich nichts geändert. Vorher würde ich sagen, suchen wir dieses... Jetzt halt mal deine Klappe! Alter, diese Buffel! Dieses Teil hier. Nanichir, Gleie Mordor. Genau das, was ich auch sagen wollte, mein Freund. Würdest du weniger reden, könnten wir schneller rennen. Es wurde aus Mithril geschmiedet und trägt die Erinnerungen an alte Zeiten in sich. Das Wissen darin kann gut oder verdorben sein. Da ist ein Mensch. Den können wir, wenn wir es geschickt machen, von hinten erdolchen. Da drüben hat sich etwas bewegt. Hallo! Hallo! Lass den Menschen in Ruhe! Niemand wird in meiner Gegenwart Menschen töten. Danke. Da hinten ist unser erster großer Hauptauftrag. Hier sind wieder Menschen massakriert. Wie wir gerade gelernt haben, das geht überhaupt nicht. Deshalb in den Krieg gegen diese. Und wir haben eine Fähigkeitspunkte erhalten. Sehr schön. Lass die Menschen in Ruhe, sage ich Ihnen nur nochmal. Die Menschen helfen uns. Sehr schön. Widersetzt euch den Orks. Sie können eh nichts. Ich helfe dir. Lass ihn in Ruhe. Da kommt auch noch Hilfe für die. Lass den Menschen in Ruhe. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Oh, die haben den Menschen getötet. Das ist ein Hauptmann. Schaut euch das an. Es ist ein Hauptmann. Wer ist das? Nakra, der Höllenhetzer. Gar nichts. Nakra, du bist alleine. Da hinten ist einer, der dir helfen kann. Aber der macht nichts. Deshalb, wenn du alleine bist, werden wir natürlich die Macht nehmen und dich töten. Jawohl, schön ausgewichen. Und da jetzt versucht er doch zu helfen. Ihr merkt, dass der Hauptmann Probleme hat. Der Hauptmann bekommt natürlich jetzt Unterstützung von seiner Truppe. Aua. Vergessen zu blocken. Geh weg. Am einfachsten ist natürlich, wenn wir jetzt erst diese Kleinen hier besiegen und hoffen, dass kein neuer kommt. Lass mich deinen Freund töten. Jetzt ist er weg. Jetzt noch du. Und jetzt sind wir im 1 gegen 1, mein Freund. Und da liegt er schon am Boden. Oh nein, der lebt auch noch. Ich dachte, er wäre tot. Er lebt doch immer noch. Schaut es euch an. Oh, von hinten eine abbekommen. Was ist das denn? Und er rennt weg. Er schmeißt mit irgendwas auf uns. Was ist das denn? Du kleine Flasche.
Wart's nur ab, bis ich dich hab. Er flüchtet! Zurückziehen! Ja, du wirst hier nicht flüchten, mein Freund. Du hast kaum noch Energie. Wir werden dich niemals davonkommen lassen. Niemals! Das müsste doch ausreichen! Oder? Jawohl! Das war's mit dir! Und aufsammeln! Sehr schön! Den ersten Hauptmann erledigt. Das finde ich natürlich richtig gut. Es heißt, der Waldläufer sei verflucht. Plus 3 Macht bekommen. Und da kommt jemand, der uns eine reinhauen will. Aber so ein kleiner Typ, der hat natürlich keine Chance. Wir können auch zum Abschluss dieser Folge jetzt die Fähigkeit freischalten. Hinrichtung könnten wir nehmen. Und Hinrichtung ist von denen, die jetzt hier sind, sogar für mich am besten. Aufprall, Angriff von oben wäre aber auch geil. Elbengleiches Geschick. Stimme deine Landung genau ab. Explodieren lassen. Geistbetäubung. Betäube deine Feinde. Antippen und lass dann Klingelhagel auf sie. Oh, das ist aber noch besser als das, was ich vorhatte. Oder Karagor reiten. Aber noch haben wir keine Karagor gesehen, die sehen wir noch. Ach, Geistbetäubung haben wir. Dann würde ich sagen, nehme mir Hinrichtung, drücke Dreieck und Kreis, wenn eine Trefferserie aufgeladen ist, um deinen Gegner hinzurichten. Aufladende Trefferserie. Nach 8 aufeinanderfolgenden Treffern wird die Anzeige der Trefferserie rot und ein Schwert beginnt zu leuchten. Das hört sich sehr gut an, Freunde. Wie es in diesem Part weitergeht, das sehen wir. Nicht in diesem Part, wir sehen es im nächsten Part natürlich. Also im nächsten Part sehen wir, wie dieses Spiel weitergeht. Und dann werden wir den nächsten Hauptmann versuchen zu töten. Ich bin richtig gespannt darauf, ob wir es schaffen werden. Ich werde jetzt erstmal was essen gehen und so lange das Spiel laufen lassen. Also sehen wir uns gleich wieder. Und ich hoffe, euch hat dieser Part auch wieder so gefallen wie mir. Das Spiel wird immer spannender und immer schwerer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.